Hallo liebe HC-Fans, ich sitze hier mit Dominik Mappes und darf ihn euch ein bisschen vorstellen, beziehungsweise eher ein paar Fragen beantworten. Dominik, du bist jetzt seit ein, zwei Wochen mit uns unterwegs in deiner neuen Stadt. Wie gefällt es dir denn in Erlangen? Ja, erstmal freue ich mich natürlich jetzt hier zu sein. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier in Erlangen. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Die Mannschaft ist sehr, sehr locker drauf und hat mich sehr gut aufgenommen jetzt schon in der kurzen Zeit. Und bis jetzt ist eigentlich nur Positives passiert. Das ist schön zu hören. Ja, du bist aus Hüttenberg zu uns gekommen. Wo sind denn deiner Meinung nach die größten Unterschiede, die du jetzt in dieser kurzen Zeit feststellen konntest im Vergleich Hüttenberg-Erlangen? Na gut, da muss man natürlich dann schon sagen, dass Erlangen gegenüber Hüttenberg schon die größere Stadt ist. Es gibt nicht so einen guten Handkäse in Erlangen wie in Hüttenberg. Nein, aber ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr schön hier und ja, wie gesagt, ich freue mich auf die Zeit hier und kann bis jetzt noch nichts Schlechtes sagen. Und große Unterschiede, ja, muss ich noch ein bisschen abwarten und mehr kennenlernen. Du kennst ja Adli aus der Zeit aus Hüttenberg und hast ihn jetzt hier zwei Wochen wahrgenommen im Training. Hat sich denn an seiner Art, das Training zu leiten oder von der Intensität irgendwas geändert? Oder kannst du sagen, nee, das ist alles, er hat sich da wenig verändert, ist relativ gleich geblieben? Ja, es ist momentan, merkt man noch nicht so den großen Unterschied. Er ist von der Ansprache her ähnlich, eigentlich fast gleich wie in Hüttenberg. Natürlich ist die Trainingssteuerung und die Trainingsintensität schon einen Tick höher. Es ist schon intensiver. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin gespannt, wie er wird, wenn die Runde beginnt. Und dann kann ich auch dazu mehr sagen. Ja, dann lassen wir uns da mal überraschen. Jetzt mal weg vom Handball ein bisschen. Was machst du denn gerne noch so in deiner Freizeit? Ich weiß, du verfolgst die Fußball-Bundesliga gerne und bist da auch in ein, zwei Fußballmanagern aktiv. Was treibst du denn sonst noch so, wenn du kein Training hast? Ja, wenn ich kein Training habe, sagst du schon richtig, verfolge ich natürlich den Sport allgemein. Gerade den Fußball interessiert mich sehr. Sonst bin ich jetzt gern natürlich in der Stadt Erlangen, wo es ja, wo man einfach sagen muss, dass es wirklich eine schöne Stadt ist. Gern Kaffee trinken, mit den Jungs frühstücken gehen durfte ich auch schon und war sehr, sehr positiv. Und ja, ich denke mal außerhalb von der Sporthalle ja, bin ich schon eher der spontane Typ und ja, treffe mich trotzdem gerne da auch mit den Mannschaftskollegen, auch wenn ich sie täglich in der Halle sehe. Ja, da bist du ja hier in Erlangen genau richtig, so wie ich das aus meiner Erfahrung erzählen kann. Seit einem Jahr hier wird oft viel mit der Mannschaft unternommen und finde ich persönlich auch sehr gut. Es treffen sich immer ein paar Gruppen und da werden wir bestimmt noch die ein oder anderen lustigen Sachen erleben. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch mit dir und wünsche uns noch eine schöne Zeit hier. Macht's gut.